Hallo zusammen und herzlich willkommen. Auf der Computex 2019 hat Phobia, ein Urgestein im Bereich der Custom-Wasserkühlung, eine neue 240er IO-Wasserkühlung vorgestellt. Und das Krasse ist, für unter 80 Euro gibt es eine Wasserkühlung von einem etablierten Hersteller im Bereich der Custom-Wasserkühlung bzw. Produkte und das Ganze verbunden mit einem 240er Radiator und ARGB. Ja, für unter 80 Euro klingt das Ganze schon mal super interessant. Und das Ganze wird dann später bzw. in Zukunft von Aquatuning vertrieben. Auch von dort stammt mein Testmuster. In der Vergangenheit habe ich ja schon einiges mit Aquatuning gemacht. Recht herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Und ja, wir schauen uns heute die neue Phobia IO Wasserkühlung mal an. Und dort hinten ist sie auch schon zu sehen. Ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß und ab geht's. Zunächst einmal vorweg, ich habe hier ein super, super frühes Testsample, was noch nicht zu 100% final ist. Das bedeutet zum Beispiel, erhalten die Lüfter später in der finalen Version noch das Phobia-Logo dazu und das Logo auf der Pumpeneinheit bzw. dem Deckel an sich wird dann noch richtig rum gedreht. Im Detail betrachtet haben wir hier eine All-in-One-Wasserkühlung von Phobia mit einem 240er Alu-Radiator. Die Komponenten stammen dabei vollständig von Phobia und es kommen hier in dem Fall keine Acertec-Komponenten zum Einsatz. Und der 240er Radiator wird natürlich dann mit zwei 120mm Lüfter ausgestattet. Die Lüfter verfügen über einen 4-Pin PWM-Anschluss und über einen 3-Pin RGB-Anschluss. Vom Radiator aus führen zwei gesleevte Schläuche mit einer Länge von 40 cm zur Pumpe. Und die, muss ich sagen, ist echt mal anders. Die Figur, die dort abgebildet ist, sieht einfach mal aus wie Son Goku aus Dragon Ball Z. Und ja, das Ganze ist auf jeden Fall super nice. Ich finde das einfach mal was anderes. Und auch das war ein Grund dafür, dass ich gesagt habe, das brauche ich unbedingt. Ich muss das unbedingt mal testen und vor allem auch mal sehen. Anders als bei der Konkurrenz wird die Wärmeleitpaste jetzt in dem Fall nicht bereits ab Werk aufgetragen. Die kommt hier in einer separaten Tube. Die Kontaktfläche basiert auf Kupfer und es gibt einen 3-Pin-Pumpenanschluss und einen 3-Pin-RGB-Anschluss. Kompatibel ist die Pumpeneinheit mit allen gängigen Intel-Sockeln auf L5X bis 2011 beziehungsweise natürlich auch AMD ARM 4. Im Lieferumfang finden sich die Wasserkühlung und die Lüfter und natürlich dann noch diverse Kabel. Unter anderem ein 4-Pin PWM Y-Adapter, ein RGB-Splitter, um alle Lüfter bzw. auch die Pumpe gemeinsam zu betreiben. Und dann hast du zwei Optionen. Entweder du steuerst die Beleuchtung über das Mainboard mittels ARGB 3-Pin-Kabel oder über eine kleine Steuerungseinheit, die natürlich dabei ist, falls dein Mainboard keinen ARGB-Anschluss besitzt. Beide Beleuchtungsoptionen zeige ich dir später noch, aber jetzt wird es Zeit, das Ganze zu verbauen, natürlich auf Intel und auf AMD. Los geht's! Wie üblich verwende ich für meine Vakuum-Tests einen Ryzen 5 1600 zu 3,9 GHz und 1,39 Volt, um möglichst viel Hitze zu erzeugen. Getestet wird das Ganze mit IDA64 zu jeweils 10 Minuten. Nach 10 Minuten IDA64 mit 800 Umdrehungen pro Minute wurde die CPU durchschnittlich 65,5 Grad warm. Und weitere 10 Minuten später
wurde die CPU mit 1000 Umdrehungen pro Minute durch die Lüfter gut gekühlt und wurde durchschnittlich 63,8 Grad warm. Wiederum 10 Minuten später mit maximaler Lüfterdrehzahl wurde die CPU durchschnittlich 61,9 Grad warm. Logischerweise sind bei mehr als 2000 Umdrehungen pro Minute die Lüfter auf jeden Fall sehr laut und gemessen an den geringen Temperaturunterschieden ist das Ganze auf jeden Fall nicht sonderlich sinnvoll. Viel sinnvoller ist eine Lüftergeschwindigkeit im Bereich von 800 bis 1000 Umdrehungen pro Minute. Und auch in diesem Bereich sind diese Lüfter dann auch kaum hörbar. Die Lüfter sind das eine. Wie laut ist die Pumpe? Nun, da kann ich sagen, die Pumpe ist durch ein leichtes Surren hörbar, aber auch nur, wirklich nur, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit meinem Ohr auf Höhe des Case-Seitenteils befinde. Dann habe ich noch den Versuch gewagt, den Radiator in die Front zu setzen und das war rückblickend, naja, keine gute Idee. Viele Gehäuse bieten die Möglichkeit, in der Front einen Radiator zu verbauen, aber sofern die Front einfach nahezu geschlossen ist oder der Abstand zwischen Lüfter und Front einfach zu gering ist, dann bringt das Ganze letztendlich nichts, was wir auch hier an den Zahlen sehr gut erkennen können. Hier noch der Vergleich zu anderen IO-Wasserkühlung bzw. der Custom-Lösung von IK, ebenfalls auf Alu-Basis. Das sind natürlich alles Wasserkühlungen aus einem ganz anderen Preissegment, aber auch die habe ich natürlich getestet und exakt darauf bezogen, finde ich die Leistung der Phobia-Lösung sehr gut. Schauen wir uns aber jetzt nochmal die Beleuchtung an auf ARGB-Basis und ich benutze dafür das B450 Aorus M von Gigabyte und das verfügt zum Beispiel über einen 3-Pin-ARGB-Anschluss. Somit kann ich die Beleuchtung über die Gigabyte Fusion-Beleuchtungssoftware steuern und ich finde, die Vacu macht für weniger als 80 Euro optisch echt was her. Die Lüfter sind relativ dezent beleuchtet. Wenn dann noch in der finalen Version das Logo bzw. der Deckel der Pumpeneinheit gedreht ist, dann kann man das Ganze auf jeden Fall optisch noch mehr genießen. Wer jetzt sagt, ja Moment mal, ich habe jetzt einen Mainboard ohne diesen ARGB-Anschluss, der kann natürlich dann noch ohne Probleme auf die beigelegte Steuerung zurückgreifen, die übrigens über diesen super geilen, und das war Sarkasmus, Molex-Stromanschluss mit Strom versorgt wird. SATA wäre auf jeden Fall geiler gewesen, aber das predige ich ja schon seit Jahren. Auch hier gibt es natürlich unterschiedliche Effekte und Einstellungsmöglichkeiten, damit die Vacu in dem Fall auch dir gefällt und oder zu deinem System passt. Ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt beeindruckt von dieser sehr günstigen ARGB-Wasserkühlung von Phobia. Preis-Leistung, RGB-Beleuchtung und vor allem auch ja, die Verarbeitungsqualität bzw. die Leistung an sich auf Basis eines Alu-Radiators, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, ich weiß, die Puristen im Bereich der Wasserkühlung werden sagen, Aluminium-Radiator geht gar nicht, aber man muss auch hier ganz klar sagen, mit einem Kupfer-Radiator wäre das Ganze für diesen Preis letztendlich nicht möglich gewesen. Und ich finde, dafür, was wir an Temperaturen rausbekommen haben, ist auf jeden Fall der Alu-Radiator keine schlechte Wahl gewesen seitens Phobia. Was du jetzt hoffentlich gesehen hast bzw. auch gelernt hast, ist, ein Radiator in der Front ist nicht immer eine gute Idee, gerade in einem Case, wo zum Beispiel die Front direkt vor den Lüfter sitzt und dadurch die Lüfter im Grunde keinerlei Funktion mehr bieten können. Das ist dann natürlich schon so, dass man sagt, wozu habe ich eine Wasserkühlung, weil bezogen auf die Temperaturen, ja, das Ganze erreiche ich auch mit einem AMD-Boxkühler. Alles in allem würde ich sagen, ist das Ganze bezogen auf Preis, Leistung und Optik auf jeden Fall für unter 80 Euro eine richtig geile Sache. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt mir mal bitte eure Meinung zu dieser IO-Wasserkühlung von Phobia unten in die Kommentare so rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ebenfalls bei AquaTuning für dieses super, super frühe Testsample. Hat mich auf jeden Fall super gefreut, das Ganze zu testen. Und ja, damit danke fürs Zuschauen, Daumen nach oben, bis neulich und ganz genau, ciao!